Morgen, Jungs. Peace. On the streets. ja, wir spielen heute mal wieder Slender The Arrival. Es soll ja eine Neuerung geben, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die jetzt schon draußen ist. Das Spiel ist auf Steam erhältlich übrigens für 8 Euro oder so. 10. 10? Aber bis zum 4. November bekommt es, glaube ich, noch vergünstigt. Falls ihr es nicht schon habt. Wenn ihr es schon bestellt habt, als es veröffentlicht wurde, dann könnt ihr den Keycode aus eurer Mail bei Steam eingeben. Wisst ihr Bescheid. Und jedenfalls soll es eben zu Halloween eine Neuerung geben. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon online ist. Aber wir schauen einfach mal nach. Wir haben es ja im Grunde schon mal durchgespielt. Und ich weiß nicht. Also ich habe einen Kürbis gesehen auf Screenshots vor diesem Haus. Und schauen wir uns jetzt mal an. Ich will auch Kürbisse sehen. Vielleicht ist da ja irgendwas Neues. Ja, das können wir eigentlich skippen, das kennen wir ja schon. So. Schöne Natur. Wie ist es jetzt das mit dem Haus? Das ist das erste, da laufen wir jetzt hier durch so ein bisschen Wald und dann kommt dann das Haus, wo es dann immer dunkler wird. Okay. Und ich glaube, da vor der Tür oder so war ein Halloween-Kürbis. Der Tower. Auf einem Screenshot gesehen, ja, dieser Turm. Man kann doch irgendwie zoomen, ne? Ah, mit E. Go to the tower, they said. It'll be safe, they said. Der ist noch nicht gerendert, der ist nur gemalt. Das glaube ich, habe ich schon mal gesagt. Da ist er wohl noch zu weit weg. So, soll ich mal ein bisschen abkürzen? Na klar. Wir haben uns ja schon öfter da umgeguckt, oder? Ich glaube schon, ja. Schon wird es dunkel. Ja, aber extrem. Also wenn ich mal draußen bin und es so schnell dunkel wird, dann bekomme ich echt Angst. Hey, da ist schon der Kürbis da. Das schaut schon gruselig aus da. So, das war's. Wir haben den Kürbis gesehen. Da war es echt immer so dunkel. Guck mal, man sieht ja fast gar nichts. Von der Schaukel siehst du nur die Umrisse so. Wow. Pumpkinhead. Was war denn jetzt? Das ist ein Deko. Kann damit interagieren? Nein, geh rein ins Haus. Oh, oh, du kannst doch nicht interagieren. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt habe ich das neue Level damit zerstört. Da eins. Hey Kate, bla bla bla. Wenn es interessiert, da kannst du lesen. So. Appears to be dead. War das schon immer umgekippt? Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht. Fenster sind schon alle zu. Damn. Vierten Level oder so muss mir alle Fenster zumachen, gell? Wenn ich das dann da auf einmal. Minimal erschrocken vom Schatten. Sandy! Vorne ist nicht heraus. Hat er seine Chance gehabt, du. Ich mach mal zu hier. Sicher ist es. Du das? Dieses Rauschen? Das hört sich an wie eine. Oder sind das bloß die Blätter? War da nicht auf dem Tisch hier was? So eine Karte? Ich weiß es nicht. Ja, auf dem war es. Die war es hier. Honoring the Life. Granny. Als wir die Karte das erste Mal angeschaut haben, kam da dieses Ländergeräusch da, diese Blitz da.
Erinnerst du dich noch? Nee, ne? Der Schatten ist halt schon mies. Okay, da war ich schon. Dann gehen wir mal nach oben. Wir sind nicht alleine. Gab's nicht irgendwo eine Taschenlampe? Ach, da ist das Thema von der. Ja. Mit dem ersten Key. Zetteln an der Wand. Alter, da war doch irgendwo eine Taschenlampe, oder? Keine Ahnung. Natürlich, es war doch nicht immer so dunkel. Ganz in der Garage, glaube ich. Ja. Im Auto. Kommt der jetzt mal langsam? Oder ab wann kommt der? Das ist nicht. Da ist die Garage. Hä? Kommt von außen rein. Gefällt mir. Was ist denn da? Slenderman-Zeck, komm. Da funkelt sowas. Da ist eine Blume. Spooky. So, die Taschenlampe ist jetzt zu. Ey, das kann doch nicht sein, dass es immer so dunkel war. Hallo? Keine Taschenlampe. Geh mal durch die Tür. Ah, haben wir kein Flashlight. Ist doch ja, auch egal. Brauchen wir aber. Für was denn? Hab's. Und dann noch zwei. Thanks for calling. Schon besser. Bin mal gespannt, was mit dem Radio passiert, wenn der auftaucht. Vielleicht rauscht es und so. Das Radio hörst du ja in jedem Raum des Hauses, du. Da sind die Keys. Ich bin voll. Oh. Und weg ist er. Ich bin so erschrocken. Hast du mir gerade so innerlich gedacht, wäre jetzt gruselig, wenn er da auf einmal stehen würde, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und dann war er doch etwas zu weit weg. Es hat gereicht, um mich zu erschrecken. Tut's mal überrascht. Fenster ist gebrochen. Zum Glück ist das Radio an. Ja. Guck mal, die eine Seite, die leuchtet so. Was steht da drauf? Stop it now! Stop it, Ron! Die leuchtet so komisch, im Gegensatz zu den ganzen anderen hier. Stop it, Ron! Ja, das ist, da hier, safe. Oh, stop it, Ron. To the woods. Kommt er jetzt nicht? Oder war das... Dasselbe, wo wir die Fenster zumachen mussten, da stand Go to your room oder hide in your room. Und dann kam der hier dann durch die Tür und dann sind wir da rausgesprungen. Ja, was passiert jetzt? Ich glaube, jetzt müssen wir einfach da durchgehen, oder? Durchs Fenster. Geht's dann ins nächste Level. Nee, ich glaube, der ist jetzt im Haus. Machen wir jetzt keine Angst, Mann. Doch, Mann, der war im Haus. Niemals. Der stand draußen. Oh, die Tür ist offen. Okay, jetzt ist er im Haus. Ey, guck mal auf die Schaukel, da war doch ein Brief, oder hast du den schon? Ah ne, das war so ein Achievement. Ja, das da war das der Achievement. Rutsche. Nee, auf der Rutsche. Ja, okay, rutschen.
Playing on a slide in a horror game in oder Horror so. Game, ja. Und da war, glaube ich, auch da war so ein Zettel hier. Ja, siehst du. 1, 2, 3. So, jetzt. Ding! Was ist denn aus? Gleich kommt er, du. Aus dem Boden. Oh. Pflanzen sind keine durchsichtig. Hand, ne? Die sind durchsichtig. Bisschen, ja. Stimmt. So. Gehen wir mal raus, oder? Gut, Junge. Ich weiß gar nicht mehr, was wir mussten wir machen letztes Mal. Da geht's weiter, ne? Ja. Dann müsste es nicht das nächste Level kommen. Guck mal. War das schon bei uns? Ich weiß es gar nicht mehr. Generatoren? Ne, wir sind da gleich in das Ding gekommen. Alter, wenn es überall Neuerungen gibt, können wir es gleich komplett durchspielen. Walkthrough Nummer 2. Normal müsst ihr jetzt da. Ja, geh doch mal zu dem Generator, was dann passiert. Wir sind dann durch das Tor und ein paar Meter gelaufen, auf einmal waren wir dann im nächsten Level, oder? Ne, das ist auf jeden Fall neu. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Oder haben wir den Generator einfach übersehen? Oder ist es Halloween Special? Ne, ich weiß nicht. Ja, geh einfach mal. Was ist das Licht plus? Europalette. Ja, jetzt komm. Regnet's? Ne. Ne, das schaut nicht so. Das ist ein Rauschen. Ein Rauschen? Ja, müssen wir in unserem Video gucken, ob wir da so einen Generator gesehen haben. Ob wir den da einfach übersehen haben. Weil dass die eine Funktion haben, wussten wir erst ab dem dritten Level. Wo wir die Generatoren alle einschalten mussten. Hey, wir sind doch irgendwie dann durch irgendwas ohnmächtig geworden und dann im Wald wieder aufgewacht. Fatal Blaze erupts at Orkside Home. Ist es das Haus, wo wir jetzt drin waren? Und das sah jetzt nicht irgendwie verbrannt aus oder so. Vielleicht ist es renoviert worden. Ich würde Europalette. Und seitdem ist es verflucht. Kommst du nicht her? Ne. 120 x 80 cm. Sehr interessant. Jetzt wird es schon wieder hell, schon. Ja, über uns ist hell, komischerweise. Ne? Ah, der hat noch, da liegt das. Ja! Ja, wir haben das letzte Mal verplant, glaube ich. Wo ist das? Night, was? There's nothing there, just a dream, nothing there, just a dream, nothing there, it's just a nightmare. Wow. Geil. Geh weiter, ich will den Nightmare. Was jetzt die first page? Schöner. Ey. Wir sind nicht so weit gelaufen. Klar nicht. Wir sind aus dem Tor raus und dann. Dann hat's aufgehört. Dann ging's in ein neues Level. Wow. Lässig. Man hört Schritte, obwohl wir uns nicht bewegen. Tja, das würde mir zu denken geben. Ah, das ist ein Fluss. Was für ein großes Areal. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Links ging es nämlich auch rüber. Da oben! Oh mein Gott. Fuck, Alter. Was jetzt? Blinzeln. Achso, ne, das geht ja nicht. Ich hab das Spiel verwechselt. Ja, guck mal. Na, da ist. Geh da mal hin, was da hängt. Davon habe ich, glaube ich, schon was gelesen. Es gibt irgendwie ein Secret Level. Und da muss man dreimal dieses Ding da aufsammeln. Wenn du dich umdrehst? Do it. Ja, ich weiß nicht, ist es Absicht, dass der da oben steht, oder? Ich glaube. Und wechsel. Was Charlie Matheson Jr. If you have seen this child, please contact. Ne, komm mir nicht bekannt vor. Ja. Wo ist er? Wo ist er?
Grüße. Steht er schon wieder? Links? Ne, ist ein Baum. Fuck, ich schieb schon kranke Paranoia, weil ich den jetzt auf den Berg gesehen hab. Das war echt unheimlich. Kann einer mal schreiben, ob das Halloween Special ist oder ob das einfach nur. Ob das schon immer drin war und wir es nur verplant haben letztes Mal. Beziehungsweise er stand da vorhin. Ist das Haus, das ist abgebrannt? Das ist das Haus, oder? Das sieht auch könnte sein, aus. Aber noch nicht im Generator. Oder erst rein, ich weiß nicht. Da vorne ging es noch einen anderen Weg. Gehen wir rein? Wow, wow, wow. Oh, what the fuck? Da steht was! What the fuck? Geht da bitte raus, Mann! What the fuck? Geht da raus, Mann! Oder willst du mal hingehen? Nee, will ich nicht. Nein, komm, guck's mal an, bitte. Alter! Wo kommen wir raus im Bild? Ja, mein Licht ist da ganz dunkel geworden, Alter. Boah, ich hab Gänsehaut, Alter. Guck mal, mein Licht wieder voll dunkel. Fuck! Da siehst du mehr ohne Taschenlampe. Was war das? Sollen wir uns mal umsehen? Ja, mach mal, aber nicht, dass es plötzlich losrennt oder so. Links? Ist nix. Ist es vielleicht das Missing Child? Sah aber ja aus wie ein Mädchen. Oh mein Gott. Du läufst ganz nah dran vorbei, ne? Bloß von außen. Kann man den sehen? Oder es sehen? Nee. Ja. Ist er weg? Geh hin, komm. Nee. Du willst es doch mal sehen, oder? Ich mag nicht. Vorhin ging es da fein noch woanders lang. Willst du nochmal zurücklaufen? Nee. Es ging rechts zum Fluss runter und links am Fluss vorbei. Ja, können wir dann nochmal schauen. Oh, fuck. Was ist das für ein Viech? Was ist das überhaupt hier? Da werden Häuser gebaut, oder? So wie es ausschaut. Schaut nach Grundstücken aus, auf jeden Fall. Fundamentmäßig. Hm. Das ist ja echt riesig hier. Oakside Park. Ist das jetzt das Level? Ja, oder? Aber wir können nicht rein. Das ist zu schon. Mal langsam. Das war's. Oh. He came for me, why didn't I listen? He was right. He said this would happen, help me. Don't let him in. Nimm's mal. He knows how to end this. Hat das immer so groß? Come find me. Don't let him in. Da geht er nicht durch, sonst sind wir noch in dem. Ach nein.
Dam, dam, dam. Das kenne ich aber auch nicht. Das ist aber der Lichtschalter. Oh nein, schon mal nicht. Nee, das ist jetzt hier dasselbe. Ja, jetzt kann ich überall da das Licht anmachen. Das ist jetzt das normale Level da, oder? Ja. Oder? Ich glaube schon. Ja. Ja, da, hier. Das kennen wir. Ja gut, dann machen wir jetzt mal hier Schluss, oder? Ja. Canoeing Roots. Canoeing Roots, Mann, muss das heißen. Echt, sah das immer so aus? Ja. Das ist auch der Demo. Okay, ab hier kenne ich's. Ja gut. Dann schauen wir uns nochmal das letzte Level an, hätte ich gesagt. Yes. Und buchen. Und ihr schreibt uns, ob das jetzt Halloween war oder ob das jetzt schlimmer war. Falls ihr besser informiert seid als wir. Das sind sie. Für gewöhnlich. Manche, ja. Zumindest bei SCP. Bei Slender weiß ich es nicht. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.